So, liebe Leute, der Sonntag ist gerettet. Wir machen heute nämlich eine Aktienanalyse zur Daimler Truck AG, dem Spin-off von Daimler Ende letzten Jahres, wo die Aktie dann ja erst leicht angestiegen, dann rums nach unten gekracht ist. Und wir stellen uns die Frage, ist der größte LKW-Produzent der Welt auch eine interessante Aktie? Finden wir es gemeinsam raus, schnall dich an, los geht's. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkun. Ja, und als kleines Intro sage ich natürlich dazu, ihr kennt ja meine Meinung zum Thema Elektroautos, Tesla und deren Konkurrenz. Und da ist es ja so, in meiner Aktienanalyse und auch in meinem eigenen Depot habe ich das Ganze so strukturiert, dass ich eigentlich, was Mobilität und so weiter im Consumer-Geschäft angeht, fast ausschließlich in Tesla investiere. Ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel gerade dieses Giga-Fly-Through-Video gesehen habt, was Tesla veröffentlicht hat. Alter Schwede, mit dieser gigantischen Giga-Presse, ja, da knallt die da die Dinger raus. Für mich ist dieser Zug der Konkurrenz, was Tesla angeht, in diesem Sektor abgefahren. Da wird meiner Meinung nach nicht groß irgendwas mithalten können in Zukunft. Ist aber nur meine persönliche Meinung, ja, bevor er mich jetzt gleich wieder lyncht. Was aber LKWs und so weiter angeht, da sieht die Situation schon so ein bisschen anders aus, wie wir gleich sehen werden. Und in der Geschichte von Daimler ist es so, dass vor 125 Jahren damals schon Gottlieb Daimler den ersten LKW produziert hat. Wenn ihr nochmal die nähere Geschichte von Daimler insgesamt sehen wollt, schaut euch gern nochmal das Daimler-Analyse-Video an. Ich habe es am Ende von diesem Video hier mit verlinkt. Da werde ich jetzt nämlich nicht nochmal auf jeden Punkt besonders einzeln eingehen. Aber Daimler hatte eben auch immer eine LKW-Sparte und diese wurde jetzt im Rahmen von mehr Flexibilität, mehr Unabhängigkeit eben in einem Spin-off an die Börse gebracht, Ende 2021 im Dezember. Und das heißt, alle Daimler-Aktionäre haben neue auch Aktien von Daimler Truck bekommen. Es ist einfach so, dass die Anforderung, das Kerngeschäft von einem Kraftfahrzeughersteller ja ein anderes ist als ein LKW-Hersteller. Das heißt, die haben dann unter Umständen ganz unterschiedliche Fabriken, ganz unterschiedliche Kunden, ganz unterschiedliche Anforderungen und deswegen war es im Sinne auch des CEOs von Daimler einfach, dass man hier ein Spin-off macht und der wurde auch mit über 99%, mit überwältigender Mehrheit der Aktionäre ja, zugestimmt. Und jetzt ist es aber so, aktuell hält Daimler noch ungefähr 35% der Aktien. Wer weiß, vielleicht geben die in Zukunft auch noch mehr ab. Wahrscheinlich werden sie aber auch einen gewissen Bestand weiterhin selber halten. Die Aktie, wie hat sie sich entwickelt? Sie ist erstmal auf bis zu 35 Euro angestiegen auch. Und dann aber jetzt hier vor allem im neuen Jahr nicht um die Hälfte fast, aber schon ziemlich deutlich um, also hier so 30-40% auf 22 Euro zurückgekommen, um dann jetzt wieder sich ein bisschen zu erholen auf 26 Euro aktuell. Ja. Daimler Truck AG ist der größte LKW-Produzent der gesamten Welt. Ja. Die haben 40 globale Produktionsstandorte, wo sie einfach insgesamt 1200 dieser gigantischen LKWs, Busse und anderen Sachen pro Tag produzieren. Also im letzten Jahr waren das fast eine halbe Million an LKWs, die sie hier rausgehauen haben. Wahnsinniges Unternehmen, auch ziemlich groß, wie man sieht. Market Cap 20,7 Milliarden Euro. Und das bedeutet, dass wahrscheinlich noch jetzt so in den nächsten Wochen oder eigentlich in diesem Quartal das Unternehmen auch im DAX 40 aufgenommen werden muss. Denn es ist natürlich eines der größten Unternehmen auch in Deutschland. Ja. Umsatz 2021 lag bei 40 Milliarden Euro und ein schöner Gewinn auch von 2,4 Milliarden Euro konnte im letzten Geschäftsjahr jetzt nur alleine bezogen auf Daimler Truck AG
erzielt werden. Also wenn ihr jetzt auch online guckt, ihr findet schon eine ganz eigene Shareholder Relations Webseite mit den ganzen Statistiken und so, wo sie eben auch schon gesondert den Konzernumsatz und Gewinn und so weiter ausweisen und man nicht mehr bei der Muttergesellschaft und so weiter nachgucken muss. Und jetzt ist es ja auch gar keine Muttergesellschaft. Ja, kommen wir jetzt mal zum Kernbusiness. Was genau macht eigentlich die Daimler Truck Holding AG, heißt sie ganz genau, ja? Also sie produziert nicht nur LKWs, sondern auch Busse und Fahrgestelle. Ja? Und da gibt es verschiedenste Marken. Ich habe euch mal hier ein kleines Bild mitgebracht. Da seht ihr also vor allem, man hat nicht nur jetzt für spezifische Anforderungen, wie zum Beispiel auch diese berühmten Schulbusse aus Amerika, die ihr vielleicht kennt, sondern eben auch für verschiedene Länder, verschiedene Kooperationen und Untermarken, in denen man eben leichte, mittlere und die richtig dicken Brummis, ja, große LKWs produziert und verkauft. Eine Besonderheit ist von Daimler Truck nicht nur, dass sie der größte Produzent sind insgesamt, sondern dass sie auch eine extreme Sonderausstattung anbieten. Das bedeutet, jeder Kunde kriegt bei denen ganz individuell zugeschnitten auf seine Bedürfnisse seine LKWs oder seine Busse. Und das hat aber auch potenziell ein paar Nachteile, wie wir gleich noch sehen werden. Aber das ist schon mal natürlich hier die Situation, die aktuell bei Daimler Truck vorherrscht. Und was das Interessante ist jetzt und wo auch unter anderem eine Chance besteht, dass Daimler nämlich auf zwei der größten Megatrends der Zukunft jetzt setzen kann und bereits schon auch erfolgreich setzt, nämlich einerseits den ganzen Bereich von Zero-Emission-Mobilität, ja, dass also alle Fahrzeuge, die hier produziert werden, irgendwann eben keine CO2-Abgase mehr und so weiter in die Atmosphäre ballern. Und da ist Daimler Truck ziemlich gut dabei. Und auf der anderen Seite eben auch das Autonomous Driving. Ja, vollkommen logisch, LKWs, genauso wie eben auch normale Kraftfahrzeuge, haben auch die Möglichkeit, in Zukunft voll autonom zu fahren. Dazu sage ich gleich noch ein paar Worte. Jetzt aber erstmal zu den Zero Emissions. Und warum sehe ich das hier zum Beispiel anders als im Kfz-Bereich? Ja, da ist es so, Biden, ja, der Biden, der lupenreine Demokrat, der wirbt ja immer dafür, dass General Motors so die ganze Elektromobilitätsbranche revolutioniert hat. Ja. Die haben jetzt im ersten Quartal 2022 500 Elektroautos produziert. Ja. In der Zeit hat Tesla über 310.000 Elektroautos rausgeballert. Ja, das ist schon wieder ein Wachstum von 72% im Vergleich zum letzten Jahr. Aber was jetzt die Semi-Trucks von Tesla angeht, also die Produktion von diesen LKWs von Tesla, die soll frühestens nächstes Jahr starten. Und das heißt, hier ist Tesla also nicht der Vorreiter, die schon die ganzen Tesla Semi-Trucks und so weiter auf der Straße haben. Und hier haben sie auch das wird jetzt vielleicht die ganzen Tesla-Fans und Aktionäre unter uns und so weiter nicht so freuen, aber die haben eben auch noch keine wirklichen Erfahrungswerte mit großen LKWs, wohingegen Daimler eben schon 125 Jahre Erfahrung mit LKWs hat. Und deswegen sehe ich hier die Sache so ein bisschen differenzierter. Zum Beispiel gibt es ja schon den eActros, ja, also einen vollelektrischen LKW für Kurzstrecke. Der hat zwar nicht so eine hohe Reichweite wie jetzt so ein klassischer Benziner oder Dieseltruck. Und das ist ja vollkommen logisch. Die können ja teilweise 1000 Kilometer fahren und noch länger. Ja? Aber der hat eben zum Beispiel den Vorteil, dass solche Elektro-LKWs natürlich dann all was diese ganzen Innenstadtgenehmigungen und Lizenzen und so weiter angeht, nicht diese Probleme haben wie klassische LKWs. Das heißt, hier ist es dann für solche LKWs einfacher möglich, vielleicht auch bei der Routenplanung und so weiter, eben
schneller ans Ziel zu kommen, weil man eben an Orten fahren darf, wo andere zum Beispiel nicht fahren dürfen. Da müsste mal der Horst beim Logistikkanal schöne Grüße mal ein Video zu machen, hat er vielleicht schon. Und auf der anderen Seite auch, was Lärmschutz beispielsweise angeht, so ist es ja bei LKWs auch so, die sind einfach verdammt laut. Immer wenn ich hier so einer langfährt in Magaluf, muss ich mein Hörbuch stoppen in der Minute, ja, weil es einfach zu laut ist. Und deswegen dürfen die natürlich auch nachts in verschiedenen Regionen nicht fahren oder an verschiedenen Tagen und so weiter. Und davon können eben halt auch die ganzen E-Aktrosse von Daimler hier ausgenommen werden. Das heißt, wenn du jetzt ein Kunde von Daimler bist und du setzt auf Elektro, dann ist das vielleicht jetzt bei der Reichweite und beim Preis noch nicht so wettbewerbsfähig wie in dem klassischen LKW-Bereich, aber vielleicht ist es schon besser, was deine Logistik und deine Planung und so weiter angeht. Na klar, man braucht natürlich auch wieder hier dann Ladesäulen und das wird natürlich länger dauern, so ein Ding aufzuladen, als jetzt irgendwie das kurz mal voll zu tanken. Aber zumindest könnten sich diese logistischen Vorteile mit zunehmenden Regulierungen einerseits und auf der anderen Seite mit immer besserer Ausbau der Infrastruktur in Zukunft immer besser und besser anpassen, sodass eben dieses Elektromobilitäts-LKW-Gefährt, was war denn das für ein Wort bitte, ja, in Zukunft immer mehr durchsetzen könnte. Dann setzt man eben bei diesem sogenannten Long Haul, also bei langen Strecken, dann eben auch auf Wasserstoff. Und hier ist es so, nicht wie Nikola Motors, wobei die müsste man jetzt nach und nach auch nochmal neu bewerten. Ich habe jetzt auch aufgehört, Nikola Motors mittlerweile zu shorten, ja, weil man jetzt auch sehen können, dass die es tatsächlich vielleicht auch noch mal hinkriegen, LKWs zu produzieren, die nicht nur von Zero Emission Gravitationskraft angetrieben werden, also die dann funktionieren, wenn man sie von einem Hügel einfach runterfahren lässt, ja, sondern dass sie auch tatsächlich wirklich welche herstellen können. Und hier ist es so, dass eben auch Daimler zum Beispiel schon eine Straßenzulassung für diese Generation 2 H2 LKWs und so weiter bekommen hat. Aber ich denke mal, also die sollen ja dann irgendwann so 24, 25 auf den Markt kommen, in Kooperation übrigens mit Shell, ja, wo Shell dann an den Tankstellen eben das Wasserstoff zur Verfügung stellen wird. Aber ich denke mal, das wird eher wahrscheinlich noch so ein Nischenmarkt bleiben, müssen wir weiter beobachten, aber natürlich für längerfristige Strecken interessanter als jetzt ein reines batteriebetriebenes Auto. Einfach weil natürlich diese Batterien immer schwerer und schwerer und schwerer werden und irgendwann hast du dann auf deinem LKW gar keine Nutzlast mehr drauf, außer irgendwie so ein Akku. Dann kannst du so einen Akku von A nach B fahren. Das macht bei langen Strecken also nicht so einen Sinn. Jedenfalls noch nicht. Schauen wir mal, was die Zukunft noch bringt. Und erfolgreich im Einsatz ist auch zum Beispiel sowas wie der E-Citaro. Das ist ein Bus, ja, der eben auch voll elektrisch ist und dazu führt, dass gerade in großen Innenstädten und so weiter nicht so viel CO2 emittiert wird. Und da kann man also sagen, okay, ist Daimler hier eigentlich voll in diesem ganzen Thema, Megatrend und Innovationszyklus hier mit drin. Und die hauen auch ziemlich interessante Sachen rein. Ich habe mir auch so ein paar Videos angeguckt. Finde ich auch ganz interessant mit dieser Mirror Camera und so, die sie haben. Also wo eigentlich du dann bei den LKWs gar keine Außenspiegel mehr brauchst, weil die natürlich auch einiges an Sprit fressen, ne? Sondern dass du einfach im LKW dann so eine Kamera hast, die genau navigiert, die, sodass du zum Beispiel auch bei komplexen Kurven irgendwie, die du nehmen musst, ja, wo man dann vielleicht mal gegenlenken muss und so, wo du immer dann in dieser Kamera alles ganz genau siehst und so, ja. Aber das hat natürlich auch ein paar Nachteile, auf die wir gleich noch ein bisschen eingehen werden. Ja? Und dann eben noch dieses ganze Thema Autonomous Driving, was natürlich auch Kosten reduzieren könnte. Ja? Hier sieht es jetzt aktuell so aus, es ist ja unterteilt in L1 und L5. Ne? L5, Level 5 Autonomous Driving, das wird wahrscheinlich in den USA sehr viel schneller kommen, meiner Meinung nach, als jetzt zum Beispiel in Europa. Es liegt einfach daran, dass in den USA und in Kanada gibt es eine Art von Sprache, ja, es gibt eine Art von grundsätzlichen Schildern und Straßenerkennungen und so weiter. Und in Europa hat jedes Land eine andere Sprache, jedes Land hat andere Umgebungen, ganz unterschiedliche Straßen. Es wird viel schwieriger, das hier sozusagen umzusetzen. Aber Daimler ist aktuell schon hier mit den LKWs auf Level 2. Das bedeutet, Level 2 ist so, dass schon einige
Assistenten, wie zum Beispiel, dass das Auto in der Spur bleibt und solche Sachen oder Bremsassistenten und so, schon ab und zu den Fahrer unterstützen, der Fahrer aber immer noch komplett immer die Aufmerksamkeit auf dem Auto und auf dem Fahren und so weiter haben muss oder auf dem LKW. Level 3 würde bedeuten, wo Daimler ja für Kfz in einer gewissen Umgebung schon auf Level 3 die Zulassung hat, bedeutet dann, dass auch bei einem gewissen Tempo, in einer gewissen Situation und so weiter, nicht nachts, nicht wenn es schneit und so, eben auch der Fahrer mal was anderes machen darf, ja? Zum Beispiel irgendwie Snake 2 spielen auf seinem Nokia-Handy oder so, ja? Aber was den LKW-Bereich angeht, ist man hier auf Level 2, okay? Jetzt gucken wir uns natürlich noch die Aktie an, ja? Ihr könnt natürlich auch zwischendurch, wenn ihr Lust habt, auch das Video hier gerne mal bewerten, zum Beispiel einen Daumen hoch geben oder einfach mal einen Kommentar schreiben, wie ihr das Video findet. Ja, da freue ich mich natürlich immer auch ganz besonders. Die Bewertung ist aktuell typisch Autobauer, ja? 8,9 das KGV für dieses Jahr, also für den erwarteten Gewinn, der 2022 erwartet wird, und eine Dividendenrendite von 4,2%, also für alle Dividendeninvestoren unter Umständen interessant, könnt ihr euch in unsere Dividenden-App auch hiermit eingeben. Ich habe gerade selber auch meine Aktien da eingegeben und gesehen, dass ich tatsächlich noch 3.400 Euro Dividenden bekomme dieses Jahr. Ist eine kostenlose App, könnt ihr euch hier unten runterladen, wenn ihr wollt. Ist eine ziemlich nice Geschichte. EBIT-Marge 8,9% letztes Jahr schon erzielt, mit dem Ziel des Managements bis 2025 auf 10% EBIT-Marge zu kommen. Ich habe mir auch den Brief an die Aktionäre mal durchgesehen vom CEO, fand ich ganz vernünftig, was er alles sagt. So einerseits massive Investitionen in die Zukunft und auf der anderen Seite sagt er aber auch, das kann eben nur passieren mit einem gesunden, gewinnorientierten Unternehmen. Ja. Netto-Marge lag bei 6%, hier mit dem Ausrufezeichen, dazu auch gleich noch mehr. Piotrowski-Score zeigt uns eine relativ solide Bilanz, 5 von 9 Punkte, ja. Eigenkapitalquote aber nur 30%, ja, ist halt eben nun mal ein kapitalintensives Business. Und gerade bei Automobilitätsunternehmen und so weiter ist es nun mal so, die können nur Gewinne machen, wenn wirklich alles schön rund läuft in der Wirtschaft, wenn die Produktionshallen immer in Betrieb sind und so, ja. Und das bedeutet halt eben, dass natürlich sonst immer auch Verluste drohen, und da gehen wir jetzt gleich so ein bisschen auch noch drauf ein. Also, als erstmal die Chancen. Die Zulassungen sind schon größtenteils alles da und sie haben E-LKWs und so weiter auf der Straße. Ja? Daimler ist jetzt also hier in diesem Bereich nicht irgendwo ganz hinten dran. Man arbeitet sogar auch beim autonomen Fahren mit vielen anderen Unternehmen, wie zum Beispiel mit Luminar oder eben auch mit Waymo und so weiter zusammen. Also man hat hier wirklich den Zahn der Zeit erkannt und hat jetzt schon bereits diese Autos, teilweise diese LKWs auf der Straße, und muss jetzt hier nicht irgendwie 5 Jahre später hinter allen anderen irgendwie anfangen, sondern im Gegenteil, man ist hier ganz vorne mit dabei. Auf der anderen Seite hat man eben auch ist man der größte LKW-Produzent der Welt und hat dementsprechend natürlich auch eine gewisse Markenbekanntheit. Ja, Daimler sowieso steht für Qualität auf der gesamten Welt und natürlich auch entsprechend Skalenvorteile, was jetzt die Produktion und so weiter angeht. Auf der anderen Seite ist man auch noch jetzt flexibler geworden dank des Spin-offs, gerade was neue Kooperationsmöglichkeiten und so weiter angeht. Man ist auch gar nicht so stark betroffen von jetzt Ukraine-Krieg und so weiter. Man musste zwar eine Abschreibung vornehmen durch das Russland-Geschäft und so von ca. 200 Millionen, aber gerade was so die Hauptkabelbäume und so weiter angeht bei den LKWs, die werden nicht in der Ukraine produziert und so bei. Das heißt, da ist Daimler Truck jetzt so ein bisschen gut davon gekommen, was das aktuell angeht. Und die haben aktuell über 90.000 Bestellungen circa schon für neue Aufträge, also für neue LKWs. Und das ist ein extremer Rekord. Also eigentlich kann man bis in die Wirtschaftskrise 2008 davor, wo es halt richtig gut lief, ne, da kann man zurückgehen in diese Zeit. Dort hatte man so eine gute Auftragslage wie jetzt bei Daimler Truck. Das heißt,
Die haben aktuell mehr Aufträge für diese LKWs, als sie überhaupt abarbeiten können. Ja, einerseits natürlich immer ärgerlich, weil du denkst dir, scheiße, wir wollen gerne mehr Geld verdienen und mehr unseren Kunden bieten. Auf der anderen Seite ist es natürlich viel besser, du hast mehr Aufträge, als du machen kannst, als du hast keine Aufträge oder viel zu wenig Aufträge. Das heißt, wirtschaftlich gesehen dürfte es für die nächsten Jahre sehr gut auch erstmal laufen, wenn diese Auftragslage weiterhin Bestand hält. Ja? Und das ist immer auch so das Interessante, finde ich. Ich meine, wir reden alle über drohende Wirtschaftsrezession, über drohende Inflation oder schon ja, Inflation, die schon da ist, oder ja halt einfach Wirtschaftskrisen und so weiter. Und man liest viel von Arbeitskräftemangel und so weiter. Auf der anderen Seite hat man aber hier halt eben einen massiven Auftragsrekord, und das ist eben bei vielen anderen Unternehmen ähnlich. Ja? Jetzt gibt es aber natürlich ein paar Risiken, und zwar als erstes natürlich klar, das ist ein stark zyklisches Geschäft. Und das bedeutet halt eben, dass diese Nettomarge auch nur dann, wenn diese Auftragslage so gut ist, ja, eben auch so positiv ist. Ja. Und auf der anderen Seite hast du natürlich gerade, wenn sich so eine Konjunktur auch mal abkühlt, dann eben auch damit mal zu kämpfen, dass eben dein Gewinn sehr schnell einbrechen kann und dementsprechend die Aktie natürlich auch abgestraft wird. Was ja unter anderem auch einer der Gründe ist, warum viele Autobauer seit 30, 40 Jahren, wenn du dir den Aktienkurs anguckst, jetzt nicht unbedingt aussehen wie irgendwie eine Apple oder Amazon. Ja. Einfach weil immer diese Zyklik im Geschäftsmodell mit integriert ist. Ja. Wenn das immer so wäre wie jetzt, ne, mit EBIT-Marge 10% und so weiter, dann müsste meiner Meinung nach die Bewertung hier also deutlich hier mal ansteigen. Dann müssten die eigentlich vom Aktienmarkt jedenfalls ein KGV von so im Bereich 14, 15 zugestattet bekommen. Aber aktuell, weil sie halt so zyklisch sind, ne, kriegen sie jetzt halt so eine Bewertung. Dann auf der anderen Seite gibt es immer wieder auch aktuell Produktionsausfälle bei Daimler Truck, weil man eben zum Beispiel auf gewisse Steuerungssysteme und so aus Asien warten muss, weil eben die Rohstoffpreise überall steigen, das habe ich hier unten auch nochmal mit aufgeschrieben, weil es eben diesen Chipmangel gibt, ja. Und ich habe neulich mit ein paar Mitarbeitern von Daimler Truck mal gesprochen, habe gefragt, wie viele Chips sind eigentlich in so einem Daimler Truck verbaut? Das könnt ihr ja sehr gerne mal hier unten posten, falls ihr es wisst. Die konnten es mir jetzt so im Detail nicht sagen. Aber ich würde mal schätzen, es sind definitiv mehr als irgendwie wahrscheinlich 20, 30 Stück oder so. Alleine schon mit so einer Mirror Cam schon wieder hast du halt jedes Mal einen Computer, irgendein elektrisches Steuersystem, irgendwas Neues wieder mit drin. Und schon brauchst du wieder ein paar neue Chips. Und deswegen gibt es halt nun mal Chipmangel. Dann schlägt sowas natürlich gerade auch bei solchen LKWs, die sehr viele brauchen, voll durch. Und das hat eben dazu geführt, dass es immer mal wieder Ausfälle der Produktion gibt. Bei einem kapitalintensiven Unternehmen, Produktionsausfälle sind immer das Schlimmste, was du überhaupt haben kannst. Ja? Kannst du also nicht wie so ein Unternehmen wie Booking.com einfach schnell eben auch deine Marketing-Spend und alles runterfahren und deine laufenden Kosten eben sehr schnell und variabel nach unten drücken, sondern die Fabriken und so weiter, all das muss eben weiter instand gehalten werden. Ja? Es ist auch sehr schwer zu skalieren, meiner Meinung nach, weil man eben gerade so kundenspezifisch da reingeht und bei jedem Kunden ganz genau einzeln eben auf die Bedürfnisse eingeht. Das hat die Vorteile, dass man loyale Kunden hat und die Nachfrage hoch ist. Aber auf der anderen Seite hat das natürlich gerade, was die Montage und so weiter angeht und die Instandhaltung davon, natürlich auch Nachteile, weil du halt eben nicht so viele Stücke auf einmal immer raushauen kannst, ja, das ist natürlich auch ein Nachteil, sehe ich. Und dann natürlich gestiegene Rohstoffpreise und so weiter. Und jetzt, ich würde jetzt mal sagen, wenn einem diese Risiken hier alle bewusst sind, ja, dann, und man sagt, okay, ich rechne auch mal damit, dass die Aktie mal deutlich korrigieren kann und dass ich nicht immer mit diesen Zahlen rechne, dass auch mal die Dividende dann mal gekürzt wird und so. Wenn man diese Risiken sich bewusst macht, finde ich insgesamt im Vergleich zur Konkurrenz und zu anderen Automobilunternehmen in diesem Sektor, finde ich Daimler AG oder Daimler Truck AG aktuell kaufenswert zum aktuellen Kurs. Ja, deswegen schreibe ich jetzt einfach mal hier Kauf rein.
ich habe sie jetzt selber nicht im Depot, deswegen mache ich jetzt auch keinen großen Interessenkonflikts-Disclaimer oder so. Aber ich finde, wenn ich mir das angucke, eigentlich die Aktie schon zu dem aktuellen Wert an der Börse schon ziemlich kaufenswert, muss ich sagen. Ja, wenn man aber natürlich sich diese Risiken bewusst macht. Wie seht ihr das? Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und wenn du noch kein Aktiendepot hast, schau mal hier unten drunter. Du kannst dir auch beim Scalable Broker jederzeit einen Aktiensparplan auf solche Aktien wie zum Beispiel Daimler Truck AG einrichten. Und das ist immer auch eine gute Option, wenn man mit seinem Investment Case noch nicht ganz so sicher ist. Dann ist es natürlich noch besser, wenn man recherchiert noch mehr, bis man sich sicher ist. Aber auch gerade, wenn es jetzt zum Beispiel bei guten Unternehmen sind, wo man bei den Kursen aktuell noch nicht so sicher ist, dann kann man eben auch immer mal auf einen Aktiensparplan zum Beispiel sehr gut zurückgreifen. Das war es jetzt für dieses Video. Vergiss nicht zu abonnieren. Ich hoffe, ich konnte dir diesen Sonntag auch bei grauem Wetter ein bisschen versüßen mit diesem Video. Ja, und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns schon beim nächsten Mal, nächste Woche. Rationale Grüße. Ciao, ciao.